Du empfindest Reisen mit dem Flugzeug als den puren Stress, dann kann es gut sein, dass du noch nie in einer Lounge am Flughafen warst. Dort gibt es gratis Getränke und Essen und entspannte Atmosphäre. So lässt sich's gut aushalten und auf einen Flug warten. Und Flughafen-Lounges sind schon lange nicht mehr nur für Business- und First-Class-Gäste vorbehalten. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auch den Zutritt zu einer Lounge zu kaufen. Aber es gibt auch Kreditkarten, die einem Lounge-Zugänge ermöglichen. Und genau darüber dreht sich das heutige Video. Ich möchte dir zeigen, mit welchen Kreditkarten in Österreich du in die Lounge kommen kannst. Alles klar, lass uns starten. Es gibt überraschend viele Karten in Österreich, die irgendeine Art von Lounge-Zugang ermöglichen. In meiner Auflistung befinden sich nur Karten von österreichischen Banken. Kreditkarten von Online-Banken wie Revolut oder N26 findest du hier nicht. Ich habe die Karten in drei Kategorien geteilt. Erstens Karten, die Lounge-Besuche in Wien verbilligen. Zweitens Karten, die kostenlosen Lounge-Besuche in Wien bieten. Und drittens Karten, die kostenlose Lounge-Besuche auf der ganzen Welt ermöglichen. Die erste Kategorie ist schnell abgehakt. Wir finden hier zwei Karten. Einerseits die Bank Austria Visa Gold Karte. Die Jahresgebühr beträgt 69,90 Euro. Und am Wiener Flughafen zahlt man vergünstigte 17,50 Euro pro Person, um in die Sky oder Jet Lounge zu kommen. Die gleichen Bedingungen gelten auch für die Austrian Miles & More World Mastercard Gold Karte. Bei 90 Euro Jahresgebühr ist sie jedoch teurer. Andererseits sammelt man mit jedem Umsatz Meilen und die Meilen verfallen nicht. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass diese Karten herangezogen werden sollten, nur um einen günstigeren Lounge-Besuch zu bekommen. Die Karten, die in Wien kostenlosen Lounge-Zugang gewähren, müssen noch einmal in zwei Kategorien geteilt werden. Einerseits die Business-Karten für Einzelunternehmen und Firmen und andererseits die Privatkarten. Wir starten mit den Business-Karten, da sich hier die günstigste Karte in dieser Kategorie befindet. Die Austrian Airlines Miles & More World Business Mastercard Gold kostet 110 Euro im Jahr und bietet kostenlosen Zugang zur Lounge im Wiener Flughafen inklusive einer Begleitperson. Die zweite Karte ist die Platinum-Variante der Austrian Miles & More Mastercard. Sie kostet 140 Euro im Jahr und bietet in Bezug auf die Lounge am Wiener Flughafen dieselben Zugangsbedingungen wie die goldene Variante. Die erste Privatkarte in dieser Kategorie richtet sich an Kunden der ersten Bank. Hier gibt es nämlich eine Platinum-Karte, sowohl von Visa als auch von Mastercard. Sie kostet 118 Euro im Jahr und bietet ebenfalls kostenlosen Zugang zur Lounge am Wiener Flughafen, diesmal aber ohne Begleitperson. Die Bank Austria Visa Platinum-Karte ist mit 120 Euro im Jahr nur unwesentlich teurer und bietet dieselben Konditionen. Als letzte Karte dieser Kategorie kommen wir wieder zur Austrian Miles & More Karte, diesmal die Privatkarte in der Platinum-Variante. Sie kostet 132 Euro im Jahr und bietet ebenfalls kostenlosen Zugang zu Jet- und Sky-Lounges am Wiener Flughafen inklusive einer Begleitperson. Kommen wir zur interessantesten Kategorie, die Karten, die weltweiten Lounge-Zugang ermöglichen. Schließlich will man ja nicht nur beim Hinflug, sondern auch beim Zwischenstopp und beim Rückflug sich am Flughafen entspannen können. Ohne Business- oder First-Class-Ticket geht dies grundsätzlich nur, wenn man ein Abo bei Firmen wie Priority Pass oder Dragon Pass hat. Allerdings bieten einige Kreditkarten weltweit den Priority Pass als Bonus dazu. Als erste Karte in Kategorie 3 finden wir wieder die Platinum Visa und Mastercard-Karten von der ersten Bank. Zahlt man zur Jahresgebühr zusätzlich 108 Euro, erhält man für ein Jahr einen Priority Pass Prestige für eine Person. Dieser bietet unbegrenzten Zugang zu den über 1400 Lounges, mit denen Priority Pass kooperiert. Die zweite Karte ist die wohl bekannteste Kreditkarte unter Vielfliegern, die American Express Platinum Karte. Sie bietet auch gleichzeitig das größte Angebot an Lounges weltweit. Mit einer Jahresgebühr in Österreich von 600 Euro ist sie mit Abstand die teuerste Karte auf dieser Auflistung. Besitzer dieser Karte erhalten einen Priority Pass Prestige im Wert von 400 Euro. Aber bei diesem Priority Pass hat man eine Begleitperson inklusive. Zusätzlich kann man eine kostenlose Partnerkarte beantragen. Der Besitzer dieser Partnerkarte bekommt ebenfalls einen Priority Pass Prestige inklusive Begleitperson. Allein diese zwei Pässe sind schon 800 Euro wert und übersteigen die 600 Euro Jahresgebühr. Abgesehen vom Priority Pass bietet American Express auch die Global Lounge Collection. Diese beinhaltet Centurion Lounges
und eigene American Express Lounges, zu denen American Express Platinum-Kunden kostenlosen Zugang haben. Obendrauf gibt es eine Kooperation mit Lufthansa, die den Besuch von wenigen Lounges in Frankfurt und München ermöglicht. Die genauen Informationen, welche Lounges man mit der Amex Platinum Kreditkarte besuchen kann, findest du im Link in der Beschreibung. Die letzte Karte in Kategorie 3 ist nicht eine einzelne Karte, sondern alle Karten von Diners Club in Österreich. Bei den Diners Club Kreditkarten läuft das etwas anders ab. Diners Club hat seine eigenen Verträge mit über 1000 Lounges weltweit und ermöglicht seinen Kunden den Zugang unter bestimmten Auflagen. Jeder Kunde von Diners Club erhält in der Regel 12 kostenlose Lounge-Besuche jährlich, sofern er im selben Jahr 3.600 € mit der Karte umgesetzt hat. Danach sind die Eintritte laut Diners Club stark vergünstigt. Dabei spielt es keine Rolle, welche der Diners Club-Karten man besitzt. Die günstigste Variante der Diners Club-Karten ist die Diners Club Student Card mit 24 € jährlich, wenn man Student ist und nicht älter als 30 Jahre. Ist man kein Student mehr, ist die günstigste Variante die Diners Club Classic Card um 70 € im Jahr. Es gibt aber auch noch zwei Ausnahmen bei Diners Club, die ich unbedingt erwähnen möchte. Die erste Ausnahme ist die Ö1 Club Kreditkarte von Diners Club. Sie ist eine von 9 Co-Brand Karten im Diners Club Portfolio, bietet aber als einzige bessere Konditionen, was das Lounge-Angebot betrifft. Der jährliche Mindestumsatz von 3.600 € wird auf 1.800 € halbiert. Die Jahresmitgliedschaft im Ö1 Club beträgt 34 € im Jahr, für Studenten sogar nur 20 € im Jahr. Die Kreditkarte kostet zusätzlich 25 € im Jahr. Diese Jahresgebühr wird aber beim Erreichen vom Mindestumsatz von 1.800 € wieder gestrichen. Damit ist diese Karte die günstigste Karte von allen. Die zweite Ausnahme ist die Diners Club Vintage Karte. Sie ist wie die American Express Platinum ebenfalls auf Vielflieger ausgelegt. Zunächst zum Loungezugang. Bei dieser Karte sind zwar wieder 3.600 € Mindestumsatz im Jahr erforderlich, aber die kostenlosen Lounge-Zutritte werden verdoppelt auf 24 im Jahr. Zusätzlich gibt es am Wiener Flughafen den Zutritt zur Fastlane. Man sammelt mit jedem Umsatz Meilen bei Miles & More und diese Meilen verfallen nicht, solange man eine Kreditkarte besitzt. Das waren alle Karten, die ich gefunden habe, die in Österreich zur Verfügung stehen, die irgendeinen Bonus für Lounge-Zutritte haben. Welche sollst du jetzt besorgen? Das kommt ganz auf dich an. Ich finde Kategorie 3 natürlich am interessantesten. Die Kreditkarte von der ersten Bank ist natürlich interessant, da sie nur ungefähr ein Drittel von der Amex Platinum kostet und ebenfalls einen Priority Pass bietet. Aber die Diners Club Ö1 Club Kreditkarte ist ein absoluter Geheimtipp und wirklich günstig, an ein paar Lounge-Zutritte im Jahr zu kommen. Natürlich bieten einige Karten, die ich hier erwähnt habe, noch zusätzliche Boni und nicht nur Lounge-Zutritte. Das sollte man auf jeden Fall bedenken, bevor man eine Karte beantragt. Du findest in meinem Channel noch weitere Videos über Kreditkarten in Österreich. Vielleicht findest du da noch ein paar bessere Informationen. Solltest du noch Fragen haben, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Yeah, 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 yeah.